Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Thomas Lai und ich muss hier gerade ein paar Dinge umbauen. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Ist nicht viel passiert. Ich habe, wie ihr seht, ich habe hier meine B- und Entladung vom Stahlbeton ein bisschen umgeändert, weil, ich komme nicht mehr gegen an. Sorry. Ist gerade gefühlt nicht drin. Eine Fahrzeugroute wird automatisch umgeleitet, das weiß ich zu schätzen. Danke, ich muss hier das Ding gleich noch entfernen. Ich mache das jetzt hier länglich. Oh, das ist vielleicht auch eine gute Idee, davon einfach zwei zu machen. Dann können die nämlich schneller abtransportieren. Die sollen sie erstmal runterholen. Das Verteilen dürfte ja so wesentlich schneller gehen. Hoffe ich. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Stahlbeton jetzt gerade ein bisschen besser läuft, weil ging gar nicht mehr. Was brauchst du? Du produzierst einfach nur Beton. Ah, du hast jetzt gleich andere Probleme, ne? Tatsächlich. Mein Schienenbuddy. Wir machen das mit dir gleich. Dann muss ich gleich auch mal schauen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Trixi und dann... Brauch eine Schiene. Wie gesagt, ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich noch nicht, aber... Ich will mal überlegen, ob ich den wirklich den sechsten hier brauche. Ich meine, es ist nice, das da zu haben. Aber ich mag schon ganz gerne gerade, ne? Eine doppelte. Ich meine, hier oben sieht es gut aus mit der langen. So, Ziel. Zack. Obwohl die Ziele hier oben besser sind. Ich will ja entladen, ne? Weil das ist ja eigentlich der perfekte Ort für ein Ziel. Weil dann brauche ich hier unten mich keine doppelte Leiste. Dann reicht ja das, weil die ja alle auf einmal loslegen. Braucht die ja nur als Helfer. Und dann können die da gerade neue loslegen. Ja. Weil ich... ich brauche eine Fabrik für die Schienenproduktion. Da war was. So, und ich bin ernst überlegen, ob ich den nicht einfach dahin stelle. Der liegt genau dazwischen und könnte sich von überall das abgreifen. Aber das würde auch hier funktionieren. Frage halt, ob er da bedient wird. Ich glaube, eine Fertigungsfabrik ist das, ne? Die mir Schienen macht. Ja. Guck mal. Ja, der wird eigentlich schon bestückt. So, aber wir müssen halt... Guck mal. Zack. Ich brauche da ein paar Züge mehr. Da muss mehr Beton kommen. Der wurde auch gar nicht richtig für den leer gemacht. Ich glaube, den brauche ich sogar, oder? Ne, brauche ich nicht. Guck mal, können wir gleich wieder ein paar weitere kleine Minchen dahin platzieren, damit ich meine Ruhe habe. Sehr schön. Wir brauchen nämlich tatsächlich eine gute Quote. Ich habe nicht gedacht, dass es dann doch noch so viel mehr wird, aber okay. Neu-Bielefeld. Was stört Neu-Bielefeld denn? Hightech-Teile und Stahlbeton. Du hast zu wenig Hightech-Teile. Ha, mein Freund, da schicke ich aber gerne nochmal zwei los. Und Stahlbeton. Anyway. Das ist ja generell. Da schicke ich auch nochmal zwei los. Was ist mit Neu-Kairo? Kairo ist grün. Was bedeutet, die haben erstmal genug. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Beton da jetzt los bin. Aber ich weiß auch nicht, wann die jemals hier oben wieder stehen werden. Aber das ist nicht schlimm. Die werden dann ja irgendwann wiederkommen. Okay, bis mit Lumpen City. We built the city of rock and roll. Okay, wir bauen Dämme. Ich habe das Gefühl, ich werde auch den Müll wieder ein bisschen her. Bioorganik sieht gut aus. Polymerstäbe. Ah, das wird noch lustig. Da weiß ich noch nicht ganz. Wahrscheinlich müsste ich ein CO hier aufgeben.
Damit ich noch einen weiteren hier hinkriege. Weil der kommt ja auch überall technisch hin. Ich meine, hier habe ich so Organik um das, aber ich glaube, den werde ich abreißen, um noch einen weiteren Polymerstab dahin zu setzen. Weil der kommt da überall hin und die kriegen sie gut weg. Wir haben mittlerweile wesentlich mehr CO2, was mich sehr freut. Wir haben mehr Sauerstoff, mehr CO2. Alles gut. Ich krieg mein Schlüssel nur nicht so schnell genug rumgelenkt, ne? Aber, you know what? Ich kann ja einfach hier einen Start von machen. Ich kann einfach die Route umlegen und Sauerstoff sagen, hey, you know what, Sauerstoff, wir lagern dich jetzt hier oben ein. Das ist vielleicht die Lösung. Wir machen jetzt hier alle Sauerstoff von und dann legen wir hier die Startpunkte dahin und den ändern wir auch hier hin. Und zack! Gar nicht mehr so schlimm. Hat welchen Vorteil? Muss gerade schauen, der kommt hier hinten noch dran an die beiden. Das heißt, dich brauche ich nicht. Der kann nachher raus. Und der käme rein technisch daran. Heißt also, der versorgt den komplett. Was jetzt gerade sehr doof war, danke. Das heißt, hier können sie sich jetzt nach und nach alle runterholen, weil der eine eigentlich den ausreichend versorgen sollte. Und die großen Sauerstoffdinger hier oben jetzt alle abgeholt werden. Und sobald die ja hier sind, ihr seht, klack, 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 prügeln sich alle drum, den schnell genug voll zu machen. Ist eigentlich smarter, das auf einer langen Strecke zu machen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir diese kleinen Dinger gemacht habe. Hat jetzt den Vorteil, dass ich hier wieder drei neue Leere hinstellen kann für... Pff, you never know when you need something. So, können sie sich jetzt hier den Sauerstoff holen. Dann ist hier unten der Tacho auch immer die ganze Zeit voll. Und hier haben wir das anscheinend auch fertig. Und Gratulation, noch ein Polymerstab, damit wir mehr Kohlenstoff loswerden. Denn wir brauchen anscheinend auch mehr Kohlenstoff. So. Einfach duplizieren, hinstellen. Und sagen, da müsste doch jetzt einer durchgängig die ganze Zeit da Sauerstoff hinkarren. So, Dämme. Okay, Neu-Kairo ist rot. Warum ist Neu-Kairo rot? Hightech-Teile. Ha! Hightech-Teile? Kriegen wir hin. Habe ich jede Menge. Mehr als ein Liebes. Da kann ich gleich 20 Züge wieder losschicken. Alles klar. Hightech-Teile. Haben wir. Was haben wir denn hier? Hightech-Teile. Hightech-Teile, Hightech-Teile. Das sind alle Starts. Kein Problem. Guck mal, setz mal. Nee, ich müsste das vielleicht nachher vergrößern nochmal. Ich hätte nicht gedacht, dass dann doch mal so stressig wird. Oder ich mache hier einfach einen Start von Hightech-Teile. Kann ich das hier? Ne, könnte ich nicht. Voll, voll. Hightech-Teile sind voll. Siehst du? Muss ich verlängern. Darum wäre auch tatsächlich smarter gewesen, hier eine lange hinzuziehen, ne? Ja, ich werde hier einfach die Strecke... ein bisschen verlängern. Ich glaube, das wird noch vonnöten sein. Kann ich die noch zwischenlagern? Das ist nicht schlimm, da wird es hier gerade auch ein bisschen leerer. Dann laufen die Anlagen wieder ein bisschen schneller. Easy peasy. Okay. Start. Gratulation, du gehst dahin. Kann umgeleitet werden. Das heißt, hier können wir noch zwei hinstellen. Da kommen auch noch zwei hin, aber wenn ich die jetzt hinstelle, ist es wieder flupp weg. Das hilft mir nämlich gar nichts. So. Das heißt, hier habe ich nachher auch noch die Fläche. So, du möchtest Hightech-Teile? Wenn sie nach Neu-Kairo. Ja, kriegen wir hin. 15 Züge. Ich glaube, 15 ist der Standard, mit dem ich fahre. 10 für Stahlbeton. Na, 12. Weiß, dass der Verbrauch größer wird. Sauerstoff auch 12. Oh, gut geschätzt. Nice. Okay, Neu-Kairo wächst. Wir haben auch gleich die... Oh, nee, meine Population ist wirklich rückgängig. Was ist los, Neu-Bielefeld? Zu wenig Stahlbeton. Immer noch? Okay, krass. Mag's nicht, wenn meine Population schrumpft. Ein großer Fan davon. Da kommen Hightech-Teile.
Eigentlich nur einen losschicken, das ist okay, aber... So. Also, halte ich Teile, okay, sollte ich ein bisschen mit aufstocken. Ja, die Polymere, die werden jetzt gleich ein bisschen interessanter. Es kann sein, dass ich die Produktion nachher woanders hin verschaffeln muss. Ich sehe das noch nicht ganz so. Organische Abfälle komme ich auf... Ist auch so krass, damit ich nicht ansatzweise dran rankomme, ne? Und der produziert mir einen Kompost. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich... Ich brauche definitiv mehr organische Abfälle. Hat Neubielefeld noch keine organischen Abfälle? Das ist eine Abfallentsorgungsstation. Auch nur Metall. Das fiel, glaube ich, einfach irgendwann so an, ne? Okay, hier sieht es jetzt auch gerade ein bisschen trockener aus als sonst. Wir müssen gerade mal ein bisschen umbauen. Der Vorteil ist, ich kann hier einfach draufbauen. Wir brauchen ein bisschen mehr Schwefel. Muss ich ein bisschen besser bewegen. Denn, ich glaube, es wird bald Zeit für eine neue Betonmine. Denn, ja, das wird knapp. Immerhin einer, okay. Ergibt Sinn. So viel produziert der nicht mehr. Viere. Da müssen wir nachlegen. Ist dabei, aber... Ich glaube, wir müssen hier... Da muss ich ein bisschen nachlegen. Hier oben noch ein ganzes Feld, ne? Könnte... Wo sind sie auch nicht? Aber ich könnte die ganze noch mal ein bisschen... Mache ich das? Ich bin mal überlegen, ob ich hier einfach noch eine ganze Reihe einfach dran klatsche und sage, hey, you know what? Fuck it. Man, die sind gar nicht ansatzweise ausgereizt. Ja, das ist aber auch so, ich habe das Gefühl, das ist so eine langsame Produktion, ne? Macht es das was aus, wenn ich das jetzt alles auf Zweier schiebe? Kriege ich dadurch jetzt automatisch mehr Bewegung? Weil hier... Ich habe hier aber auch, wie gesagt, jede Menge. Sauerstoff, okay, verstehe ich. Kohlenstoff ist genug Bewegung drin. Nahrung ist... Ja, Nahrung ist leider Kacke. Ich habe da schon einen Zug am Laufen. Wenn ich den zweiten mache... Guck mal. Noch ein Zug. Produziere gar nicht genug.
könnte zwar hier mit Kompost noch gegen angehen, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffen würde. Ich meine, wir können sicherheitshalber noch mal einen weiteren produzieren. Krieg gar nicht schnell genug Wasser hin. Aber auch eigentlich ist es doof, das Ganze so hinzulegen. Ne? Ich hätte das Ganze auch höher legen können. Wenn ich mal smart gewesen wäre, oder? You know what? Gibt es kurzzeitig keine Nahrung. Ich lege das einfach hier oben hin. Dann ist aber viel kürzere Strecke. Dann brauche ich den ganzen Scheiß da nicht machen. Sollen wir es mal gerade ein bisschen aufstocken. Hier ist noch Wasser. Hallo? Dann holt es so. Nee, ihr holt das ab, Leute. Ihr holt das ab. Ihr holt das Wasser und dann nehmt ihr es und dann... Gut ist. Genau. Ihr nehmt das alles. Klack, 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 klack. Und rüber. Schön weg damit. Guck mal, hier können zwei Leute drauf zugreifen. Läuft gut. Weil warum soll ich das denn hier so kompliziert machen, wenn ich die ganze Produktionsstätte da doch habe? Guck mal, der ist sogar noch voll mit Nahrung. Warum? Warte mal. Wo lässt du denn ab? Da unten. Das ist doch... Da ist aber einer, der dauerhaft bestückt. Hm. Ich weiß nicht, ob das so smart war. Ich hätte, glaube ich, hier immer einen Dreier machen sollen. Das wäre, glaube ich, effizienter gewesen auf kurz oder lang. So. Jetzt die Frage von eben. Wo ist denn das Teil hier? So. Ich tue drei Felder, warte mal. Ist das nicht der smartest way to go? Ja, ich dann sage, pass mal auf. Hier kommt noch einer hin und dann gut ist. Und alles, was die hier nur noch tun müssen, ist. Kann sein, dass ich das nachher noch länger ziehen muss oder so, aber... Wie sieht es denn da oben bei mir aus? Stickstoff, nice. Wasser, nice. Haben alle genug Stickstoff, meine lieben Freunde? Hier sieht's gut aus. Das ist auch noch die Sache, ne? Stickstoff, glaube ich, wird auch noch lustig. Ne. Du hast definitiv nicht genug. Okay. Leck mich am Arsch. 12. Na, da kann noch dritt rein. Stahlbeton. Schicken wir auch einen vierten hin. Aber hier haben wir auch das Problem, dass wir nicht genug Beton rankriegen. Das war der Grund, warum wir nach Beton geschaut haben. Genau, und so fing das Ganze wieder an. Oh Gott, das ist ja manchmal echt der Hölle. Ein Fehler auf den anderen und du bist nur am Rödeln. Hier ist immer noch keiner. Ich möchte den so gerne da hinten einfach mal bedienen, ne? Ich muss überlegen, ob ich den dann nachher irgendwie mal absacke oder sage, ey, ist nicht. Auch so denke so, ey, muss das sein? So, den könnte ich auch wegtragen. Kommt da überhaupt irgendjemand an den ran? Ne, gar nicht, ne? Ha! Sagen sie mir jetzt. Hier, da habt ihr jede Menge Schwefel. Seht mal zu, dass ihr den Spaß rübertragt, meine Freunde.
So, hier habe ich ein bisschen Stahl. Okay, das sieht gut aus. Ja, in der nächsten Folge bauen wir mehr Beton. Beziehungsweise. Wie kann das? Da sind zwei dieser Wände. Wieso? Wieso säuft das ab? I don't get it. Ich will da kein Wasser. Auch hier habe ich extra Mauern gebaut, damit da kein Wasser hinkommt. Ich will da Schwefel behalten. Spiel sagt nein. Und wie ist das hier nachher? Ich sehe hier große blaue Katastrophen durch meine Stadt gehen. Muss ich dann permanent Pumpen erschaffen? Wie mache ich das? Keine Ahnung. Gibt es irgendwo was anderes, wo was absäuft? Nee, noch nicht, ne? Die anderen Städte sind nur alle. Muss weg, ist sehr gut. Ah, hier wird's auch noch später. Es wird ja ein Spaß. Warum hat man diese Dinger, wenn sie einem nichts bringen? Wow. Okay. Leute, wir müssen hier Züge befüllen. Bitte trag diese Dinger hier runter. So, jetzt können sie sich da alle drum, weil eigentlich habe ich ja genug hier, aber ja, vielleicht sollte ich mir. Was fährt denn da? Ein Zug. Zwei. Treibhausgase laufen. Das sind nur minus 10 Grad, ne? Es wird langsam warm. Ich glaube, ich brauche einfach stumpf mehr Bewegung hier drauf. Ich brauche viel, viel mehr Movement. Ich meine, die kommen ja auch überall hin und können mitbestücken. Aber das Fluorid ist ja da. Ich muss es nur schnell genug abbauen. Ach Gott, ist das Stress, ey. Wie sieht es bei Lumpen City aus? Immer in Lumpen City sieht gut aus. Nahrung. Try einen zweiten. Ich meine, nur die beiden produzieren Kompost, ne? Organische Abfälle. Die. Ich muss wahrscheinlich auf den nachher verzichten, ne? Aber ich fürchte, ich werde nochmal einmal steigern müssen. Ich werde den, glaube ich, nochmal. Ja. Doch, ich werde den noch einmal verteilen müssen. Weil ich glaube, ich werde hier noch einen mehr von brauchen. Kommen alle drei und liefern hin. Ja. Ich sehe das, ich brauche hier wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr dementsprechend nach. Polymerstäbe sieht auch besser aus. New Cairo, was fehlt dir denn jetzt wieder? Halt euch da, ich hab dir doch da gefühlt 12 Züge hingeschickt. Wasser, Stahlbeton. Da ist der nächste. Das sieht auch aus wie so ein Fünffachzug, wo das zwei in einen sind. Es ist halt eine riesige Strecke. Da ist der nächste 3, 4. Okay, da kommt einiges. Also, ja, ist einmal kurzes Warten. Ich weiß schon, warum ich da größere Lager gebaut habe. Was ist das hier? Ne, das hier. Ha! Zack. Oh, ich weiß gar nicht, ob die alle jetzt abgebaut haben, aber dadurch, dass kein Beton hier mehr liegt, behaupte ich ja. Ich nehme schon wieder Überlänge auf, ne? Ich weiß, dass der Zug immer hier durch muss, aber das ist auch nur so semi-schlimm. Schwefel. Wir brauchen mehr Beton. Das ist mein Ziel in der nächsten Folge. Wir müssen mehr Beton produzieren. Ja. Alles klar. Euer Slide. Ciao.